Nein, es war schön, es war wirklich schön. Ich bin am Montagsmittag spät gekommen, weil an einem Montag da, bis wir zugesperrt haben und gleich geräumt alles, dann hat mir die gerade Bertha war ja Die Bertha, ja. auch, Bertha, hat es mir aber geschimpft, dass wir, hat gesagt, du kommst ohne mal spät, und dann hat es einen Dreier, dann hat es einen Neiner, gell, und ich habe aber natürlich keine, die noch eine halbe Stunde hat spät gekommen. Und dann haben wir halt geschrieben, der war spät gekommen, es hat keiner dreimal schreiben. Und da habe ich halt aber einen Neiner gehabt und habe ihm auch müssen zahlen dafür. Nicht? Und wenn wir genug Geld gehabt haben, der Kassa, haben wir die Männer eingeladen, sonst waren uns nur Damen. Da haben wir auch Hitz gehabt. Da sind wir, weiß ich, waren heimgegangen um was eins oder später auch. Wir waren halt noch jung, gell, da haben wir es ausgehalten, aber heute geht das nicht mehr. Naja, und so sind wir halt jede Woche gegangen. Nicht? Aber ohne Streiten. Also da waren alle beieinander, rot, schwarz, alles, was war. Aber wir haben nie gestritten. Das hat es nicht gegeben bei uns, waren nur Damen. Nicht? Und nein, es war schön, es war wirklich schön. Und eigentlich eh viel im Geschäft, ganzen Tag im Geschäft und dann auf die Nacht zugegangen, 40 Jahre lang. Ja, lange Zeit. Lange Zeit. Und das war wie das Kartenspielen. Ja, so war es einmal in Kehlen gegangen und dort einmal Karten spielen. Nicht? Weil Kehlen kennen wir ja nicht mehr. Jetzt einmal Karten Schwierig. spielen. Wie es einmal war in der Hinterbrühe. Naja, ich kann mich halt schon viel erinnern, aber das Schönste war halt, wie wir so Jugendlichen waren, sind wir in der Hinterbrühe zusammengekommen, sind wir auf den Tisch gesessen, da hat es geheißen, Ruckummer, 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 es ist schon ein Platz. Das, was heute leider nicht mehr so ist. Dann war ein wunderschöner Gastgarten, dann war auch eine Tanzbühne, da ist früher getanzt worden, bei einem Maibaumumschnitt, das was wunderschön war, das war halt eine gemütliche Zeit gegen heute. Leider, das was alles in Vergessenheit kommt. Wenn wir in die Schule gegangen sind, wenn der Winter war, sind wir über den Ring auf den Berg runtergerutscht oder mit den Radeln runtergefahren. Beim Heimgehen, wenn der Schneepflug gefahren ist, haben wir sie aufgesetzt, dass wir mit reinfahren haben können, dass wir nicht so weit gehen und brauchen. Und so war halt das immer. Und im Sommer, wenn eben die Zielhäfen reingekommen sind, in Groben, haben sie halt gesagt, gehen wir eben in die Hinterbrühe. Da ist halt dann recht immer lustig geworden. Das war schon schön. Das war halt eine Zusammenkunft, ob das jetzt dann die waren oder die, das hat keine Rolle gespielt. Das war halt immer so. Und dann, wie es bei mir war, wir haben kein Auto nicht gehabt, ich bin einkaufen auf Erlach. Und da hat es ihn super gegeben. Und die haben wir in Einkauf heimgeführt. Und da haben wir halt daheim dann alle ein bisschen ein Weingerl, so ein Achterl getrunken oder was. Und da hat er mir halt was erzählt, was in Erlach wieder los ist. Oder wie wir einen Fahnenführer gehabt haben im Bierbaumerhansl. Der hat uns halt geguckt. Und da haben wir alle gelesen dann. Da hat halt auch alle Hand erzählt für Erlach. Weil so ist halt das durcheinander gekommen, eben das Mündliche. Nicht? Da ist alles overplaudert worden halt, da das und das, aber das ist halt heute leider, leider, leider nicht mehr. Ja, ich bin heute 72 Jahre alt und habe das Geschehen in Brunn seit fast 60 Jahren miterlebt. Ich habe ein Gasthaus von meinen Eltern übernommen mit meiner Frau im Jahre 1975 und habe es geführt bis 2004. Es waren sehr schöne Jahre. Das einzige Gasthaus in Brunn, das mit vielen Sachen konfrontiert worden. Es waren viele Diskussionen. Es hat sich sehr viel abgespielt
im Gasthaus in früheren Zeiten, was heute ja nicht mehr so der Fall ist. Ich habe dann in 2004 das Gasthaus an meinen Sohn und die Schwiegertochter übergeben, die was es zu meiner unserer Zufriedenheit voll weiterführen und noch ausgebaut haben. Brunn ist immer eine schwierige Katastralgemeinde gewesen, insofern, weil die Bevölkerung von Brunn sehr viel Zuspruch nach Bieten gesucht hat oder gefunden hat, dadurch, dass Pfarre, Schule, Post immer mir heute noch zu Bieten gehören. Jetzt ist, und wir vom Erlacher Gemeindezentrum sehr weit weg sind. Durch das ist die Verbindung zu Bieten noch immer vorhanden. Ich bin mit 19 nach Österreich gekommen, zum Arbeiten und Geld verdienen. Ich habe 20 Jahre lang beim Ziegelofen Lizzi gearbeitet. Und seit 2009 arbeite ich für die Gemeinde Bad Erlach. 1994 habe ich meine Frau kennengelernt und geheiratet. Ich habe zwei Kinder, Mustafa und Ilda. 2009 sind wir in unser neues Haus eingezogen, in Bad Erlach. Bad Erlach wurde zu unserer neuen Heimat. Der gläserne Kreuzweg aus verschiedenfärbigem Glas, geschnitten, geschliffen, foliert, verlötet, gereinigt, patiniert und poliert mit meinen Händen. Das Glas verlangt eine bestimmte Größenfläche, damit ich das Thema der jeweiligen Kreuzwegstation mit meinen Emotionen und Dramatik dieser Geschehnisse lebendig zum Ausdruck bringen kann. Diese 180 Meter lange, etwas steinige Weg führt bergauf zu Ulrichskirche und zu den Gräbern. Diese kurze Distanz beschreibt ident in Kurzform von jedem einzelnen Menschen sein Leben, angefangen mit der Geburt bis zum Tode. So dramatisch dieses geschichtliche Ereignis auch endet, gibt es dazwischen trotzdem auch viel Sonnenschein auf die 14 Kreuzwegstationen. Die vielen verschiedenen Farben, feinen Schattierungen, groben und zarten Strukturen werden von unseren Augen wahrgenommen, weitergeleitet in unser Gedächtnis und gedeutet. Sie gelangen unaufhaltsam in unsere Herzensmitte, verbreiten sich so schnell wie der helle, warme Sonnenschein über uns. Wir empfinden Glück und Zufriedenheit und es ist schön, auf der Welt zu sein. Sollten alle hier anwesenden Menschen die von mir gerade beschriebenen Gedanken mit mir teilen, dann habe ich mein Ziel erreicht, die Hoffnung und die Zuversicht. Wenn diese Glasbilder zur Bad Erlacher Kulturvielfalt einen tiefsinnigen Farbtupfer beitragen können, dann freue ich mich sehr. Egal wer diesen einzigartigen gläsernen Kreuzweg geschaffen hat, Bad Erlach präsentiert ihn für alle Menschen zur Besichtigung seit dem 22. Juni 2002. Bad Erlach ist für uns eine Gemeinde, wo Leben, Arbeiten und Wohlfühlen möglich ist. Das ist auch für uns als Betrieb sehr wichtig, weil gerade auch unsere Mitarbeiter genau das spüren müssen, dass sie sich in ihrer Umgebung, wo sie auch arbeiten, wohlfühlen können. Gerade deshalb haben wir uns auch entschlossen, unseren bestehenden Standort, unseren bestehenden Firmenstandort, um eine eigene Möbelproduktion zu erweitern. Denn die Vielfalt, die hier in Bad Erlach spürbar ist, ist natürlich auch ein guter Nährboden, wo weiterhin zukunftsträchtige Projekte umgesetzt werden können. Mit dem Ausbau am Standort in Bad Erlach unserer eigenen Produktion beschreiten wir den Weg zurück in die Zukunft. Das heißt, wir holen uns das Tischlerhandwerk in unser Haus zurück.
sehen da aber auch großes Potenzial für unsere Zukunft, um uns hier am Standort Bad Erlach noch besser zu etablieren. Und wenn man uns fragt, fühlen wir uns wohl in Bad Erlach? Ja, definitiv. Ich habe mein ganzes Leben in Erlach verbracht und ich habe es immer besonders genossen, in der Natur zu sein, Sport zu treiben und mit Freunden Zeit zu verbringen. In meinem Matura-Jahr habe ich an Sitzungen des Europäischen Jugendparlaments teilgenommen. Dabei habe ich gelernt, wie interessant und wie bereichernd es ist, wenn man mit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen gemeinsam arbeiten kann. Deswegen habe ich mich auch für mein jetziges Studium, das ich nächsten Sommer abschließen werde, entschieden. Internationale Wirtschaftsberatung. Ich würde mir wünschen für meine Zukunft, dass ich beruflich einen ähnlichen Weg einschlagen kann. Dass ich die Möglichkeit habe, viel zu reisen, viele neue Menschen und Perspektiven kennenzulernen. Und dass ich dieses Wissen dann anwenden kann und etwas verändern kann.